in einem elektrischen Heizkörper mit 2 Kilowatt Leistung fließt ein 10 Ampere starker Strom. Berechne die elektrische Spannung. Die Angaben sind diese. Die Leistung P beträgt 2 Kilowatt, also 2000 Watt. Die Stromstärke I beträgt 10 Ampere. Gefragt wird die Spannung U, die wir in Volt ausdrücken. Wir haben diese drei Formeln zu elektrischer Energie und Leistung zur Verfügung. Und je nach diesen Angaben und je nach dem, was gefragt wird, nutzen wir natürlich die dritte Formel P gleich U mal I, woraus wir schließen, dass U P geteilt durch I sein muss. P ersetzen wir durch 2000 und I ersetzen wir durch 10. Und somit finden wir als Spannung 200 Volt. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also, die Spannung U beträgt 200 Volt.